Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute mal wieder ein neues Tutorial für euch und zwar zeige ich euch heute, wie man einen sogenannten Rüstungswechsler oder Rüstungsständerwechsler bauen kann, so würde ich das Ganze jetzt einfach mal nennen. Das ist noch eine sehr praktische Sache, die ich noch im Kopf habe von der 1.8 Version damals und da wir jetzt auch momentan in der 1.8 Version sind und der Rüstungsständer ein neues Feature ist, dachte ich mir, dass das Ganze doch relativ gut passt. Gestern war es der Slimeblock, also ein Slimeblock-Tutorial und heute ist es dann einfach mal ein Rüstungsständer-Tutorial. Und bevor ich hier groß weiterrede, wo ist denn das Ding? Hier ist es. Zeige ich euch einfach mal, wie das Ganze funktioniert. Wir können das Ganze mit drei Rüstungsständer machen, also mit drei kompletten Rüstungen. Und nehmen wir einfach mal an, es steht ein harter Kampf bevor und wir wollen nicht die Goldrüstung benutzen, sondern die Eisenrüstung oder Diamantrüstung. Dann drücken wir einfach auf den Knopf. Die Goldrüstung kommt weg, die Eisenrüstung kommt hoch, aber wir wollen vielleicht doch die Dia-Rüstung. Deshalb drücken wir dann nochmal drauf. Und dann kommt auch schon die Dia-Rüstung runter. Dann nehmen wir die ganzen Dinger hier einfach mal runter und können die dann anziehen, wenn wir wollen. Und wenn wir die dann nicht mehr brauchen, tun wir die einfach wieder drauf, okay, tun wir die einfach wieder drauf, fahren sie weg und nehmen dann für das normale Überleben einfach die Goldrüstung oder die Eisenrüstung. Das Ganze hört sich wahrscheinlich sehr kompliziert an, wie das Ganze funktionieren soll, aber es ist wirklich sehr einfach zu bauen und auch die Ressourcen sind sehr einfach. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze gebaut wird. Bevor wir mit dem eigentlichen Bau anfangen, hier natürlich erstmal die Materialliste. Und zwar brauchen wir eine Redstone-Fackel, 8 Redstone-Staubblöcke, wie man das auch immer so nennen soll. Dann nochmal 2 Redstone-Blöcke, einen Schalter oder einen Knopf, eher gesagt. 2 hölzerne Falltüren, 3 klebrige Kolben, 4 Glowstone, 1 Slimeblock, einen Ofen. Dann nochmal einen Block eurer Wahl. Ich nehme jetzt einfach mal Andesit, weil das cool aussieht. Und 3 Rüstungsständer. Mehr brauchen wir dafür nicht. Als erstes müssen wir uns wieder eine kleine Linie in den Boden bauen. Die ist genau wie gestern vom Fahrstuhl-Tutorial auch 5 Blöcke lang. Also 1, 2, 3, 4 und 5. Und jetzt bauen wir von hier ab nochmal 7 Blöcke nach unten. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das war schon einer zu viel. 5 aber. 6. Und 7. 7 Blöcke, wie gesagt, einfach schnurstracks geradeaus nach unten. Dann nehmen wir unseren Redstone, fangen hier einfach mal in der Ecke an und legen hier eins hin, hier eins hin, hier eins hin. Hier kommt dann ein Block hin, den brauchen wir jetzt gerade, ein Block unserer Wahl, wie gesagt. Der kommt dann einfach hier hin. Darauf kommt unsere Redstone-Facke, die platzieren wir einfach dahin. Dann brauchen wir einen klebrigen Kolben, stellen uns hier am besten auf den Block drauf, springen einmal hoch und platzieren den dann hier auf dem Redstone-Staub. Das heißt, einfach mal kurz hochspringen. Zack, der sollte dann auch sofort losspringen. Von hier an machen wir dann den Block weg, den unteren Block weg, den Block auch noch weg und den Block auch noch weg. Und bevor wir hier drauf den Slime-Block platzieren, nehmen wir den Ofen, den habe ich jetzt auch wieder im Inventar, so. Den Ofen und den platzieren wir einfach da unten auf die Redstone-Fackel, zack. Und hier drauf kommt dann einfach unser Slime-Block, da springen wir einmal kurz hoch, zack, Slime-Block kommt drauf. Hier wiederum auf dem Ofen, einmal kurz sneaken, kommt dann noch ein Redstone-Staub. Und bevor wir mit der Seite hier weitermachen, fangen wir erstmal mit der anderen Seite hier an. Und zwar gehen wir einmal kurz hier runter. Ich erleide kurz Schaden, ist kein Problem. Und auf dem vierten Block, also 1, 2, 3, 4, kommt dann unser erster klebriger, oder zweiter klebriger Kolben, eher gesagt. Der springt dann natürlich so, logischerweise nicht sofort los, weil da nichts ist. Direkt unter diesen klebrigen Kolben kommt der erste Redstone-Block. Und wir machen jetzt einfach mal erstmal mit der anderen Seite weiter. Also so sieht das dann erstmal aus. Einfach nur klebriger Kolben, der nach unten zeigt. Redstone-Block und hier haben wir das ja eben gesehen. Jetzt brauchen wir nämlich Glowstone. Wir benutzen Glowstone, weil Redstone da sozusagen sich irgendwie durchschlingert. Das heißt, mit einem anderen Block wäre die letzte Redstone-Leitung dann geblockt. Aber mit Glowstone funktioniert das Ganze, wie ihr das jetzt sehen werdet. So, Redstone-Staub auf Glowstone drauf. Dann nochmal weiteren Glowstone-Block, der kommt dann einfach hier drauf. Hier dann auch wieder Redstone und ihr seht, das Ganze leuchtet immer noch, weil das weitergeleitet wird, obwohl es hier so gar nicht möglich wäre mit einem anderen Block. Dann wieder Glowstone, diesmal hier hin, Redstone-Staub drauf und zum letzten Mal Glowstone und wieder Redstone-Staub drauf. Dann springen wir da unten mal kurz auf den Kolben drauf und wir brauchen jetzt den letzten klebrigen Kolben und der kommt auf die zweite Etage, also auf den zweiten Block eher gesagt und zeigt auch nach unten. Ich muss jetzt kurz fliegen, damit ich hier rüberkomme. Und unter diesen Kolben kommt dann auch wieder ein ganz normaler Redstone-Block. Danach brauchen wir nur noch unsere Falltüren, unsere Blöcke und Armor-Stands. Das heißt hier nochmal, die drei Dinge brauchen wir jetzt noch. Hier kommt dann einfach mal unser Block hin, unser Block, unser Wahl. Das spielt echt keine Rolle, was für ein Block das ist. Und dann müssen wir mal kurz nach oben irgendwie kurz fliegen, wenn das kurz funktionieren würde. Danke. Und zwar müssen wir jetzt eine Holzfalltüre oben auf den oberen Teil dieses Blockes platzieren. Das heißt, dass das einfach so aussieht. Es ist ganz wichtig, dass das der obere Teil des Blockes ist.
Dann fliegen wir kurz hier raus. So sollte das dann von oben bisher, also bis jetzt aussehen. Dann nehmen wir wieder unseren Block unserer Wahl. Auf den Sticky Pisten einfach mal einen Block platzieren. Hier dann auch nochmal einen Block platzieren. Und genau über diese anderen Falltüre kommt dann die nächste Falltüre. Auch ganz wichtig, im oberen Teil des Blocks platzieren. Somit war es das eigentlich auch schon fürs Erste. Jetzt nehmen wir unseren Schalter. Der Schalter kommt hier auf den zweiten Block oder auf den ersten Block von hier aus gesehen. Und das hier können wir dann alles zumachen. Da platzieren wir einfach einen Block drauf. Und hier hinter dann auch einfach einen Block. Den Block brauchen wir sowieso, by the way, um den Rüstungsständer darauf zu platzieren. Das heißt, wir klicken einfach den hinteren Block an. Dann steht der Rüstungsständer da drauf. Und jetzt müssen wir das Ganze erstmal aufladen. Also diesen Rüstungsständerwechsler oder Rüstungswechsler. Hier kämen wir dann unsere erste Rüstung drauf. Dann drücken wir drauf, wenn die drauf ist. Dann wird das runtergefahren. Dann den nächsten Rüstungsständer befüllen. Auch drauf drücken. Und dann nochmal den dritten und letzten Rüstungsständer auch befüllen und drauf drücken. Und dann wird das ganze Rollo ja, durchgewechselt immer. Das heißt, hier wäre dann die Rüstung zum Beispiel drauf. Drauf drücken. Hier wäre dann zum Beispiel die Eisenrüstung drauf. Das war es auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr das wie immer gerne mit einer positiven Bewertung zeigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Rüstungsständerwechsel oder Rüstungswechsel, ich weiß echt nicht, wie ich das nennen soll, verwenden würdet. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Werdet ihr das verwenden? Und auch wenn es irgendwelche Probleme gibt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Entweder helfe ich euch da oder die Community, wie sie immer zusammenhält, wird euch da schon helfen. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Freunde. Und tschüss.